Keine Chemie, kein Gestank, keine giftigen Dämpfe mit diesem Fixativ. In diesem Video geht's um ein selbst hergestelltes Fixativ für Pastelle mit natürlichen Zutaten. Es ist völlig ungiftig. Zwei Rezepte für Fixative stelle ich vor, mit denen du zum Beispiel Pastellbilder, Kohle- oder Kreidezeichnungen, Buntstiftbilder fixieren kannst. Zuerst das Casein-Fixativ und dann ein Fixativ mit Gummi Arabicum. Du brauchst nicht mitzuschreiben, die Zutaten findest du unten in der Beschreibung. Zuerst das Casein-Fixativ. Für das Casein-Fixativ stelle ich zuerst eine Casein-Lösung her. Ich halte mich an eine Rezeptur von Kurt Welte. Im Netz sind weitere Rezepturen zu finden, zum Beispiel bei Gerstecker, Crema Pigmente, auf den jeweiligen Homepages. Die Zutaten sind immer dieselben. Die Rezepte unterscheiden sich lediglich in den verwendeten Mengen der einzelnen Zutaten. Für die Caseinlösung wird das Casein mit kaltem, destilliertem Wasser vermischt. Beim Kauf möglichst reines Casein kaufen, also möglichst ohne Zusätze wie Vanille oder Erdbeergeschmack oder Schokogeschmack, was auch immer. Beim Einrühren siehst du ja, dass das egal, ob das jetzt ins Pulver Wasser reinmachst oder umgekehrt das Pulver in Wasser einrührst, es gibt immer diese Klumpenbildung, also es bildet keine, beim Verrühren keine homogene, glatte Masse. Das macht aber nichts. Du deckst das einfach mit Frischhaltefolie ab, damit sich keine Haut bildet und lässt es 12 Stunden stehen oder über Nacht stehen. Ich lasse meins meistens über Nacht stehen. Am nächsten Tag bringe ich destilliertes Wasser zum Kochen. Ich nehme hier tatsächlich destilliertes Wasser, weil das ist einfach keimfrei und sauberer als Leitungswasser. In dieses gekochte Wasser rühre ich direkt Borax ein und gebe das sofort zu dem gequollenen Casein und rühre, 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 bis sich alles aufgelöst hat. Und damit ist dann deine Caseinlösung zur weiteren Verarbeitung zum Fixativ fertig. Bitte beim Herstellen von dem Fixativ sehr auf Sauberkeit achten. Also kein Leitungswasser nehmen, weil das ist nicht keimfrei. Falls du kein destilliertes Wasser hast und deshalb trotzdem Leitungswasser verwenden musst, bitte nur abgekochtes Wasser verwenden. Das hilft bei der Haltbarkeit des Fixativs. Dass man das Ganze in einen sauberen Behälter abfüllt oder ein sauberes Schraubglas, ist natürlich selbstverständlich, ne? So. Zur Herstellung des Fixativs gebe ich Wodka und destilliertes Wasser zu. Wodka ist zur Konservierung und riecht nicht. Also man könnte auch Alkohol nehmen oder Isopropanol nehmen oder wie auch immer, aber das riecht halt sehr, sehr streng. Und Wodka riecht null. Also, ja. Dann rühren, 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 schütteln, 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 bis alles gut aufgelöst ist und sich verbunden hat. Also, wie du siehst, es schäumt wirklich sehr. Es schäumt gewaltig. Aber gegen diese Schaumbildung gibt es Abhilfe. Ich gebe bei meinem Rezept einen Teelöffel Ochsengalle dazu. Das reduziert die Oberflächenspannung vom Wasser. Das vermeidet dann die Tröpfchenbildung beim Sprühen des Fixativs, also mit einer Sprühflasche. Und der Schaum geht super weg mit einem Entschäumer. Und zwar nehme ich Foamstop von Kercher. Man könnte jetzt auch versuchen oder ausprobieren, irgendeinen Entschäumer für Swimmingpools oder so nehmen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich bin mit den Ergebnissen von dem Foamstop von Kercher sehr zufrieden. Wichtig ist halt, dass es ein Eiweißentschäumer ist. Wenn die Lösung noch Klümpchen hat oder sich jetzt das Casein nicht richtig aufgelöst hat oder nicht völlig aufgelöst hat, was wahrscheinlich ist, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr klebrige Pampe, kannst du auch mit einem Zauberstab oder einem Mixer das Ganze nochmal auflösen. Aber Achtung, also ich würde das erst machen, nachdem du Foamstop oder irgendeinen Entschäumer zugegeben hast. Sonst, wie gesagt, du hast ja gesehen, es schaumt wirklich sehr. Mein Fixativ lasse ich jetzt nochmal über Nacht ziehen, bevor ich sicherheitshalber am nächsten Morgen das Ganze nochmal filtere.
Ich filtere das ganz einfach durch ein sauberes Küchentuch. Also ich gieße es durch ein sauberes Küchentuch. So ist es dann definitiv klümpchenfrei. Also man müsste es jetzt nicht unbedingt über Nacht nochmal stehen lassen. Du könntest es auch direkt verwenden, ne? Also auch ohne das nochmal ziehen zu lassen. Ich habe jetzt für den Test kein besonderes Papier verwendet. Ich habe lediglich vom Doré Pastellblock ein Papier genommen. Das hat keine raue Oberfläche, also jetzt keine Körnung wie große Körnung wie Sandpapier oder wie Pastellmatte oder ähnliches. Verwendet habe ich Rembrandt Softpastelle. Ich habe Pastell ziemlich dick aufgetragen und verwischt. Ich bin kein Fan von Sprühflaschen. Ich habe noch nie eine gefunden, bei der es nicht zu Tröpfchenbildung kommt. Und Tröpfchen, die können das Pastell ruinieren, weil sich nach der Trocknung sichtbar bleiben, also das Bild wie Pickel bekommt. Wenn du mit der Sprühflasche fixierst, brauchst eine Sprühflasche, die wirklich einen sehr, sehr feinen Nebel macht. Dann dein Bild nie direkt ansprühen, sondern mehr drüber sprühen, damit der feine Nebel quasi aufs Papier rieselt. Also wenn du einen Tipp hast für eine Sprühflasche, die einen super feinen Nebel macht, dann lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Es ist wie gesagt, ich habe noch keine gefunden, die nicht irgendwie spuckt und zu Tröpfchenbildung einfach neigt. Wenn du aufsprühst, reicht beim Caseinfixativ eine Schicht. Beim Gummiarabikum-Fixativ braucht es mitunter mehrere Durchgänge, bis es wirklich wischfest fixiert ist. Meine bevorzugte Methode ist, das Fixativ mit Schwamm, Pinsel oder Lackröllchen aufzutragen. Das Lackröllchen sollte kurze Fasern haben, sollten sich beim Auftragen mit dem Lackröllchen Bläschen bilden. Einfach wegföhnen. Ich habe jetzt hier natürlich sehr, sehr viel Flüssigkeit aufgetragen. Also wirklich halt aufpassen, dass jetzt nicht dir das Pastell, die Pigmente auf dem Papier wegschwimmen. Also so ein bisschen ausprobieren vorher auf dem Probepapier. Das empfehle ich sowieso immer. Mit wie viel Feuchtigkeit oder wie viel Feuchtigkeit im Röllchen oder im Pinsel sein sollen, wenn du sowas fixierst. Immer erst auf dem Probepapier ausprobieren und nicht direkt solche Sachen an einem fertigen Kunstwerk quasi testen. Das geht schon mal schnell schief. Ja. Wichtig beim Fixieren, immer die komplette Fläche fixieren. Also nicht nur einen Teil irgendwo mitten im Bild fixieren. Immer das komplette Bild fixieren. Das verhindert, dass das Bild hinterher unterschiedlich glänzt, also unterschiedlichen Glanzgrad hat. Wichtig ist noch zu wissen, das Papier kriegt Spannung, das heißt, das biegt sich nach dem Trocknen. Haltbar ist dieses Do-it-yourself-Fixativ circa ein halbes Jahr. Es lässt sich problemlos einfrieren. Und wenn du es gerade nicht verwendest, stell es einfach in den Kühlschrank, bis du es brauchst. Wenn du die Caseinlösung nicht selbst herstellen willst, gibt es da auch was von Schminke. Schminke hat ein Caseinbindemittel. Auch das ist ein Boraxaufschluss, der geöffnet circa ein halbes Jahr haltbar ist. Und auf dem Markt gibt es ein einziges ungiftiges Fixativ mit natürlichen Zutaten, das als Degas-Fixativ verkauft wird. Auch das ist ein Boraxaufschluss, also caseinbasierter Boraxaufschluss. Wie ich schon sagte, mit dem Do-it-yourself-Fixativ kannst du Pastell, Kohle, Buntstift, Kreide, Bleistift fixieren, aber auch Aquarelle oder Gouache versiegeln. Oben Caseinfixativ. Das Gummi-Arabicum-Fixativ ist weniger aufwendig in der Herstellung. Im Handel gibt es eine Gummi-Arabicum-Lösung, gebrauchsfertig zu kaufen. Und die Gummi-Arabicum-Lösung mischst du einfach mit Wodka und fertig. Mischungen kannst du übrigens bei beiden Fixativen selbst austüfteln. Also gucken, was dir gefällt und selber nochmal experimentieren, mit welcher Verdünnung du
die besten Ergebnisse für dich erzielst. Getrocknet ist das fixierte Pastell wischfest, aber nicht wasserfest. Pigment lässt sich bis zum Untergrund entfernen, wenn man das möchte. Das heißt, es bietet ungeahnte Möglichkeiten beim Malen mit Pastellen. Dein Pastell erhält mit dem fixativen seitenmattes Finish, also einen ganz feinen Glanz. Wenn du wasserfest fixieren willst, hier mein Tipp, nimm Acrylfirnis. Fixative sind im Grunde nichts anderes als Kleber. Also du kannst mit allem fixieren, was klebt und nicht gilbt. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer darauf achten, Dinge zu verwenden, die nicht gilben. Auf keinen Fall Haarspray, das gilbt. Ich verlinke hier oben mal ein weiteres Video, das zeigt, wie ich Pastelle auf der Ackerdruckplatte mit Acrylfirnis fixiere. Zum Schluss noch ein paar Hinweise und Tipps. Aus Papier kommt's an. Pigment versackt auf glatteren Papieren weniger als raueren Papieren mit mehr Körnung. Über die Zeit habe ich festgestellt, es gibt kein Fixativ, das die Farben nicht verändert, also dunkler werden lässt. Je mehr Fixativ aufgetragen wird, desto stärker die Veränderung. Helle Pigmente neigen dazu zu verschwinden. Das siehst du besonders gut beim weißen Streifen. Tipp: Wenn du das Papier vorher mit einer Schicht fixativ grundierst, verhindert es das Einziehen des Pigments ins Papier beim späteren Fixieren. Hier siehst du im direkten Vergleich den Unterschied von fixiertem Pastell auf grundiertem Papier gegenüber ungrundiertem Papier. Wie du siehst, macht es einen großen Unterschied. Bei der mit fixativ grundierten Version bleiben die Farben im Vergleich wesentlich heller. Weiße Linien bleiben klarer stehen. Immer das fertige fixierte Pastell auf einem festen Untergrund oder Board kaschieren, also aufkleben. Das Papier dehnt sich aus, wenn es mit Flüssigkeit in Kontakt kommt und wälzt sich. Deshalb erst fixieren oder auf einen festen Untergrund kleben, wenn du sicher bist, dass du keine Feuchtigkeit mehr aufbringst. Und abschließend noch ein Tipp. Mit Pigmenten und dem Do-It-Yourself-Fixativ kannst du auch malen. Einfach das Casein-Fixativ als Bindemittel verwenden. Hast du noch Fragen oder Anregungen? Dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ein Däumchen hoch von dir wäre toll. Und natürlich freue ich mich auch über Abonnenten. Und wenn du die Glocke neben dem Abo-Button anklickst, wirst du informiert, sobald ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis demnächst!